ein Arbeitsplatz, der auf die Gesundheit der Mitarbeitenden und Diversität geachtet wird. Das ist nicht nur wünschenswert, sondern wird immer wichtiger. Gesundheit und Diversität sind darum auch bei der BKB von zentraler Bedeutung. Zuständig für das betriebliche Gesundheitsmanagement und Diversität ist bei uns Anina Michel. Anina, welche Massnahmen setzen wir bei BKB eigentlich hinsichtlich Gesundheit und Diversität um? Wir haben im Gesundheitsbereich beispielsweise ein Bon Santé. Das sind 200 Franken pro Jahr, wo Mitarbeitende für Yoga, Sportkurs, Entspannungsmassnahmen einsetzen dürfen. Dann haben wir ein Sportprogramm von Mitarbeitenden für Mitarbeitende, wo sie kostenlos eine neue Sportart ausprobieren können. Und weitere Massnahmen, beispielsweise flexible Arbeitsmodelle, die wir anbieten. Und wichtig ist uns eigentlich bei allen Massnahmen, dass sie einfach wirklich auf unsere Kultur einzahlen. Sprich, dass wir einen Ausgleich zwischen Vitalität und Leistung ermöglichen und Mitarbeitende aktiv mit einbeziehen. Und im Bereich Diversität, da arbeiten wir mit einer Arbeitsgruppe zusammen, bestehend aus Mitarbeitenden. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr das erste Mal zwei LGBTIQ+-Netzwerk-Alles durchgeführt, mit Massnahmen von der Community für Community. Wir haben Foren, wo wir uns austauschen oder spezielle Mentoring-Programme. Dass es die Massnahmen gibt, das ist begrüßenswert. Viel wichtiger ist aber eigentlich, dass sie etwas bringen. Wie wird das kontrolliert? Wir tun das in regelmäßigen Abständen kontrollieren, beispielsweise mit Mitarbeitendenumfragen in beiden Themen. Wir arbeiten mit dem HSG Diversity Reporting zusammen. Da bekommen wir jährlich einen sehr ausführlichen Bericht, wo wir punkto Diversity stehen. Und basierend auf diesen Auswertungen tun wir auch spezielle Massnahmen dann, implementieren. Trotzdem kommt es zu krankheitsbedingten Ausfällen und auch Diversität könnte sicher noch grösser sein. An was liegt das? Ich habe das Gefühl, man muss das so in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext einbetten. BKB ist Teil der Gesellschaft und in der Gesellschaft im Bereich Diversität stelle ich fest, dass man in verschiedensten Bereichen, sei es in der Arbeitswelt, Kultur, Sport, im Privatleben, haben wir sehr, sehr viele männliche Vorbilder, sehr wenig andere Geschlechter, die dort mitmischen. Das ist auch bei uns feststellbar, so eine Kultur. Und im Bereich Gesundheitsförderung, da habe ich das Gefühl, da sind wir auch, stehen wir als Gesellschaft recht unter Druck. Also so Themen wie Überlastung, sei es durch Technologien, die alles schnelllebiger gemacht haben. Die Pandemie hat sicher auch nicht geholfen, dass wir da wirklich so Belastungsthemen haben. Und ich glaube, wir als BKB können einfach dafür sorgen, dass wir eine Kultur schaffen, wo wir da Fortschritte erzielen in beiden Bereichen. Merci vielmals, Anina, für deine Zeit. Danke dir. Konkrete Beispiele, was Diversität für BKB-Mitarbeitende bedeutet, findet ihr auf unserer Webseite bkb.ch/diversität.